Yo Leute, damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Pokémon Rote Edition. Ja, wir sind in Magidrops Arena, wo wahrscheinlich nicht viel Chance haben werde. Meine Pokémon hätte ich mal vorher heilen sollen, ne? Ich Depp. Ah, Leute, 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 Leute. Ach, hier war das ja noch so blöde hier. So, hat der jetzt zerschneidert, du Flo. Genau, ich hätte vorher mal heilen sollen hier. Das ist ja... Ist... Mann, 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 Mann. So, mit Controller macht es das Ganze viel einfacher, finde ich. Ich gucke gerade, wo meine Maus ist. Nicht, dass sie mir im Weg im Bild ist. Das ist nämlich nicht gut. Aber ist sie Gott sei Dank nicht. Deswegen... Ja. Du Flo macht zerschneider. Dann... Gucken wir mal, ob wir wie unsere Kollegen hier anstinken können. Wir werden natürlich erstmal die Trainer hier besiegen, damit wir dann freie Bahn haben, hier die Mülleimer zu durchsuchen, um da oben die Tür zu öffnen. Das hier ist kein Spielplatz. Ich werde natürlich versuchen, jetzt möglichst viel vorzulesen. Das hier ist kein Spielplatz. Matrose möchte ich gerne. Wie haben der Matrose, haben die Leute wenigstens, haben die Leute noch keinen Namen gehabt? Schiller gegen Pikachu. Ich glaube, ich neige schon fast dazu, dass ich Schiller doch scharf dabei bin, weil sicher ist, sonst komme ich hier mit der Arena garantiert nicht voran. Jo. Super. Gefällt mir so. Schiller ist übrigens paradiert, das ist nicht gut. Vor allem, wenn Pikachu unser Gegner ist. Nehmen wir weiter. Ja, machen wir noch mal Biss. Donnerstück, das könnte unser Schildhock vielleicht sogar fast ausnocken. Nee, er hat überlebt. Aber er ist paralysiert. Das ist schon heftig, die Attacke. Aber unser Schildhock hält das ja scheinbar aus. Von mir aus. Da ist er besiegt. Und mir fällt gerade mal ein. Ich bin hier in der Elektro-Arena, warum kaufe ich nicht vorher irgendwelche Heil-Items, die mir helfen voranzukommen? Das ist ja, wäre ja blödig. Nein, ich will erst einmal heilen, ne? Guck, hab ich überhaupt noch einen Pokémon in der Box? Glaube ich auch nicht. Ich glaube, der gibt uns hier eine Angel. Kann das sein? Nee, gibt er nicht. Ich dachte, hatte ich so eine Erinnerung gehabt. War leider nicht so. PC mitnehmen. Nee, wir haben nichts. Wir haben nichts. Ach, die Melodie ist einfach cool. Schön sowas. So, wir brauchen gucken, was wir haben. Wir haben 7 Tränke, das reicht aus. Einen Top-Trank haben wir sogar. Ja, super. Müsste mal gucken, was ich hier noch verkaufen könnte. 3 Pokéball. Fluchtseil werde ich nicht brauchen. Deswegen verkaufe ich das. Mondstein behalten wir noch, weil wir wollen ja irgendwann auch Dings entwickeln, ne? Inuino. Gegengift. Wenn ich jetzt wüsste, was die was hier von ganzen Dings. Egal, jetzt kaufen wir. Wir kaufen erstmal. So. Ja, wir nehmen ein paar Supertränke mit. Für den Fall natürlich schon Eisheiler mit, weil jetzt brauchen wir zwar noch nicht, aber man weiß ja nie. Habe ich die jetzt gekauft? Nein, natürlich nicht. Warum habe ich die nicht gekauft? Oh, 5 Stück. Oh, na, gut, das kann ja nicht gehen. Ne? So, dann suchen wir mal schnell mal hier. Gleich mal nicht laut einen Zettel, sondern einfach mal einen Zettel zur Hand nehmen, damit ich mir die Zahlen aufschreibe, welche ich verkaufen kann. Ein TMs. Weil TMs bringen nämlich schön Geld. Ich brauche noch einen Stift hier. Ich will nicht aus der Hand fallen. Ich will nicht aus der Hand schmeißen. So, ich brauche noch einen Platz auf meinen Zettel hier. In die Ecke einfach. Wir haben zuerst Aquaknarre. Nö, behalten wir.
Mega-Hieb kann man auch behalten. Guck mal, wenn wir sogar gleich beibringen können. Ja, alles können wir nur Schildock beibringen. Warum das denn? Geowurf, ja, ist auch noch eine gute TM, die man behalten könnte. Blubstrahl, so wieder eine gute TM, die man behalten könnte. Also, der ist Schaufler. So, TM8. Body Slam sind auch gute Attacken, die man behalten könnte. Gucken wir mal. Nidorino. Nö. Da ist doch irgendeine Attacke, die wir verkaufen. Erholung, ja, die können wir verkaufen. 44. Die 44. Brauchen wir nicht vor. Aber erstmal gehen wir. Wir gehen erstmal, weil wir haben einige Items, die wir jetzt nicht brauchen. Die können wir dann quasi ablegen. Die können wir dann gleich mal hier in unserem PC ablegen. PC von Champ. Mein PC halt. Ja. Ablegen. Wir brauchen die Karte behalten wir bei uns. Das Helix-Fossil brauchen wir jetzt noch lange nicht. Deswegen tun wir das mal weg. Ich hab die Karte weggelegt. Scheiße. Egal. Den Mondstein tun wir auch erstmal weg, weil wir brauchen jetzt eh noch nicht. Das Bootsticket brauchen wir sowieso nicht. Weil jetzt kommen wir so nicht mehr auf der MSN. Ne? Top-Trank Äther, Top-Äther, das kann man alles... Ah, VM1 kann man auch erstmal weglegen. Nein, sollst du nicht. Wir holen erstmal unsere Karte wieder. Vielleicht soll ich auch was wir wirklich brauchen, aber was man hat man. Wir wissen nicht mal, wenn ich ja nie, weil man Karten braucht. Man braucht immer mal Karten spielen. Jetzt werde ich natürlich erstmal die Items im Menü, in meinem Inventar anordnen. Ne? Pokéball-Trank ist alles schon weit oben, ja. Dass ich so ein bisschen Überblick habe hier. Na. So, TM8. Ich werde alles so ein bisschen sortieren. Es ist natürlich blöd, das im Part zu machen, aber naja, was will man machen? Naja. Nee, lassen wir doch, wo es ist. Oh, gut. Nee, das werde ich nicht verwenden, Quatsch. Na gut, ich werde das doch lieber außerhalb von Bart machen. Das werde ich dann irgendwann mal zwischendurch mal machen. Wenn ich mal Lust und Laune habe. Weil man muss ja die unbedingt jetzt gleich sortieren. So, wir brauchten noch ein paar Items. Eisheiler hat mal 5 Stück. Nein, 5 Stück. 5 Eisheiler. 5 Aufwecker. 5-mal Paraheiler. Und extra fürs Let's Play, man weiß ja nie, wann man es braucht, hole ich mir noch 5-mal Schutz. So, verkaufen. Du wollten wir noch der TM44, war das, glaube ich. Lass mich lügen, wenn das nicht so ist. Ich hänge übrigens gerade hier mit meinem Kabel ein bisschen. Mein Kabel ist einfach zu lang. Mal kurz hier ein bisschen hantieren mit dem Kabel. So. So, das hat dann gut geklappt. Wollen wir uns ein bisschen Überblick verschaffen. Jetzt haben wir... Für die Arena lege ich das mal nach oben. So ein bisschen als wichtiges Item. Gut, das brauchen wir nicht wirklich hier. Supertränke können wir vielleicht noch gebrauchen. Turm mit hier hoch. Ich werde jetzt mal ein paar Attacken noch beibringen. Body Slam, Body Schlemme. Guck mal, ob irgendwas hat, was wir vergessen lassen können. Ja. Tackle, ja. Tackle kann weg. So. Er kann Blubstrahl lernen. Blubstrahl. Schlag hat, glaube ich, Blubber. Er hat den Blubber. Genau, dass man Blubber vergessen, dafür Blubstrahl lernen. Genau. Die Aquakacke. Nee, das brauchen die Dorino wirklich nicht. Geowurf. Du kannst natürlich auch Schildock lernen. Also das, warum kann das immer nur die Pokémon lernen, die keine Attacken weiter brauchen? TM1, Mega-Hieb.
Mega Hieb, ja auch nur Schiller gelernt. Oh, egal, komm. Wir sind weiter vorangekommen. So gefällt uns das schon mal. Du Flor, Zerschneider. Es wird Zeit, dass wir uns um die Arena kümmern. Ich bin ein Fliegengewicht. Aber im Umgang mit Elektrizität bin ich ein Profi. Ich bin nicht Profi. Oh, okay, schön zu wissen. Ich brauche einen Elektriker den nächsten Mal vielleicht. Kannst du mir da helfen? Ich denke, du bist Elektriker, kein Rocker. Okay, was hat er schönes? Voldoball, der kann glaube ich noch den Elektroattacke. Der hat 20, okay. Sollte für Schillock eigentlich machbar sein. Na, Kreischrei, okay. Biss natürlich wieder. Eine schön starke Attacke, was natürlich super ist. Ja, Voldoball ist sowieso schneller, ist egal. So, Magnetilo. Hier ist es noch ein reines Elektro-Pokémon, deswegen da. Mal, ja. Gehen wir auf Nidorino. Man weiß ja nie, man muss ja alle, man muss ja mit allen Pokémon noch vorankommen. Wir sind 7 Level stärker als der Durchschnitts-Pokémon. Der Durchschnitts-Pokémon hier wahrscheinlich. Body Slam! Jo. Hat doch unser Nidorino super gemacht. 100 Attacke. Wenn es gegen Major Pop genauso läuft, dann sollte es eigentlich keine Probleme geben. Voltoball! Body Slam! Nidorino ist schneller als Voltoball? Das ist doch positiv. Ich mag Nidorino. Und bald wird es Nidoking sein. Und Attacke. Zack! Aber zu Nidoking werde ich erst entwickeln, wenn ich... Ne, wenn es das nötige Level erreicht, wenn es dann keine Attacken mehr lernt, weil... Nidorino lernt keine Attacken, das ist das Problem. Nidoking meinte ich mal. Major Pop war mein Ausbilder. Na dann gucken wir mal, ob du was drauf hast, ob du was gelernt hast während deiner Ausbildung. Gentleman möchte kämpfen. Na dann fangen wir an. Was hast du schönes? Pikachu. Ja, erstmal die Flasche zumachen, dass die mir umfällt und alles kaputt macht. Alles nass macht, besser gesagt. So. Pikachu, wie gehen wir dem entgegen? Natürlich mit Biss. Wo hat auch gut geklappt. Da ist übrigens Level 23. Ah, super. So sollte es immer laufen. Wisst ihr, weil nur ein Pokémon hatte, ist natürlich ein bisschen stärker gewesen. Super. So. Jetzt heißt es, finde den Schalter. Gott, Leute. Wünscht mir Glück. Hey, wir sind gut. Wir sind sehr gut. Wir sind sehr gut, Leute. Toll. Hier ist nichts, nur Abfall. Hier ist nichts, nur Abfall. Oh, jetzt heißt es, finde das Ding. Ich war froh, dass ich ihn gefunden habe. Das kann was werden, Leute. Leute, Leute, Leute. Hier ist nichts nur Abfall. 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 Ja, du bist Abfall. Du bist Abschaum. Ja. Super, 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 komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, bete, dass es hier ist. Oh, ich hasse dieses Rätsel hier. Super, Schlüssel versteckt. Schloss versteckt. Jetzt gehe ich nach oben. Ach, verdammte Scheiße! Sag mal, willst du mich verarschen? Leck mich am Arsch, jetzt lieg ich ja schon nicht hin. Das dauert schon lang genug hier. Mann, 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 Mann.
Mach das gleich mit Save State, dass es weitergeht hier. So, jetzt mache ich das mit... Gut, jetzt mache ich es wirklich mit Save State, warte mal. So, das ist der erste. Das ist der erste. So, Leute. Muss ich gucken, dass ich den richtigen Save finde. Und dass ich nicht aus Versehen die Aufnahme beende. Ihr werdet es ja dann merken. F6 habe ich genommen, okay. F6 habe ich genommen. Merkt euch F6, Leute. Ah, willst du mich verarschen, ne? F6. Sag mal, will du mich verarschen, ne?